Ja, da muss ich schon wieder an diesen beschissenen Film denken, den ich geguckt habe. Wie gesagt, also ich würde ihn auch gerne noch sehen. Ja, es ist irgendwie geil. Also, ich rede von, das ist das Ende, so hieß der Film, genau. Der Film war lustig, aber stumpf. Ja, von so einem Film würde ich auch nicht allzu viel erwarten. Nee, also darfst du auch echt nicht. Also, lustig und stumpf beschreibt den Film sehr, sehr gut. Und wenn man einen trockenen, relativ seltsamen Humor nicht mag, dann sollte man den Film lieber nicht gucken. Sollte man zu was anderem greifen, zum Beispiel das Schweigende Lämmer. Ja, also, weil das ist, sind halt sehr, sehr viele Drogenwitze, sehr, sehr viele Sexwitze und irgendwann wird die Story halt richtig abgedroschen. Ich fand aus dem Trailer den einen Typen so cool, der irgendwie von dem Flugzeugteil da oder was das war, durchbohrt war und dann gesagt hat, es sieht schlimm aus. Nee, das war eine Laterne. Dumm. Oder Laterne, keine Ahnung. Das Geilste Aber ist der Grund, warum er eigentlich da vorne steht. ja, das kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, ob das im Trailer vorgekommen Nee, ist. das Ich kommt glaube im eher Trailer nicht. nicht vor. Deswegen sage ich es jetzt auch nicht. Aber der Grund ist, deswegen ist halt wirklich der geilste. Hat es was mit Emma Watson zu tun? Nee. Oh. Aber Emma Watson, hör auf. Am Ich mag Emma Watson. liebsten nackt in meinem Bett. Ja, hätte ich nichts dagegen. Nur leider findet sie sich da zu selten ein. Viel zu selten. Ja, Ich rufe sie schon also. immer aus, aber da kommt niemand. Das Problem ist folgendes, ne? Sie kommt nie. Also, sie erscheint nicht, sagen wir es so. Ja. Weil das andere ist auch noch zu zweideutig. Jupp, musst du vorsichtig sein. Oh Gott, es fängt schon wieder an, ich muss was trinken. Mach doch. Ich glaube, das macht vieles besser. Prost. Cheers. Ah ja. Ja, Emma, ich meine was. Emma Watson, Moment. So, jetzt muss ich gerade an sie denken und kann deswegen nicht moderieren. Danke. Gern geschehen. Warum denkst du jetzt an sie? Hallo, das war die Hermine, ja? Ja, Hermine ist und? ja mal sowas von keinem Sexsymbol, also. Ja, das nicht, aber sie selbst, also ich finde sie schon echt toll. Ja, aber, also, nee. Also, wie gesagt, wenn ich an, hier, sag mal, dann denke ich an Harry Potter und dann denke ich mir, nee. Ja, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie ganz gut ausblenden. Das Also freut mich für dich. ich sehe auch bei Harry Potter, also bei Daniel Radcliffe meine ich, nicht mehr Harry Potter. Ich sehe auch bei Harry Potter nicht mehr Harry Potter. Ich It's a meine natürlich Daniel Radcliffe. trap. Peinlich, Juri, Ja, peinlich. sehr sogar. Aber schön trotzdem. Wenn ich Harry Potter sehe, sehe ich nicht mehr Daniel Radcliffe. Was? Was? So, hier kommen dann auch nochmal Stöcke draus. Gibt's was mit dem Stöckchen? Ich hab grad schöne Minecraft-Musik. Bong, 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 bong. Ach, diese friedliche, schöne Musik. Die Bonbon-Musik. Bong, bong. Ich hätte jetzt gerne ein Bonbon, ein Bonbon, ein Bonbon. Ein Bonbon wäre so schön. Ein Bonbon! Bonbon hätte ich gerne. Ein gernes Bonbon. Was? Ein gernes Ein Bonbon? Ein gernes. gernes. What the fuck? Ein gernes Bonbon. Ein gernes Bonbon. Ich hätte gerne ein gernes Bonbon. Das In wäre so. grün. Das wäre so toll. Ein grünes Bonbon in gern. In gern. Was auch immer. Bonbons sind klasse. Ja. Ja. Wenn ich mir so diese Multivitamin-Bonbons hole. Die so unglaublich Ja. gesund ist, weil Diese Multivitamin im unglaublich Namen auftaucht. Multivitamin haben. Ja, ist ja scheißegal, Ja, die schmecken lecker, ne? das stimmt. Dann fresse ich immer die ganze Packung auf einmal zusammen und ich kau die immer kaputt und das ist eigentlich auch nicht gut. Dann Nee. klebt der ganze Scheiß zwischen den Zähnen und gehst du wieder mit dem Boah. Finger rein und Stirb, Multivitamin! dann hast du dieses krustige Zeugs an den Fingern, erstmal, also so am Fingernagel, so was so in den Zähnen gehangen ist. Boah. Jetzt erfahr ich mal glatt vom Haus, ey. Was? Warum? Das ist doch voll das gute Thema. Ja, ist total super. Und auf alle Fälle dann, das ist total geil. Ich stehe da total drauf. Alles Was ist los, Juvi? gut. Achso.
Ist schon wieder runtergefallen vom Haus? Nein, ich bin gerade dumm und laufe einfach zur anderen Treppe. Egal, vergiss es. Egal. Ja, vergiss es, sag ich doch. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Nein, nein, willst du auch nicht. Nein. Erzähl, los. Nein. Sag es. No. Wer hat dich beauftragt? Der Nope. Ist die Russenmafia. So. Ja, die war's. Die Bitches. Also die Russenmafia. Das ist nicht gut, wenn die Russenmafia macht ihren Auftrag geben. So, hast du noch. Hast du Zäune da was? Oder? Im Haus, ja. Wo im Haus? Also in meinem Haus. Ist in deinem Haus? Nee, okay, dann bastel ich mir hier schon ein paar. Wir sollten uns eine Workbench irgendwo ins Haus bauen. Nimm noch eine mit von da. Nee, wir bauen eine neue. Hallo? Ich kann doch nicht einfach deine Workbench abbauen. Was ist, wenn du sie brauchst? An die bist du das schon gewöhnt. Ja, ich bin so eingearbeitet. im ersten Stock steht erstmal eine Workbench gerade. Ne? Okay. So eine improvisierte. Da wir mit dem Grundriss jetzt auch langsam fertig sind, würde ich auch sagen, wir machen vielleicht mal Feierabend. Können wir da machen. Für aber vor den Urlaub. Muss ich erst noch ein paar Zäune machen. Ja, mach doch. So. Okay, ich habe Zäune gemacht. Ja. Tschüss. Tschüss. Oh, das ging schnell. Ja, Barlas ist dann schon mal weg. Erster Fall, nein. Nein. Zwingt das wieder an. Willkommen bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Juvi und ohne den Barlas. Hallo. Verdammt. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ich freue mich herzlichst, euch begrüßen zu können hier in meinem kleinen eigenen Solo-Projekt. Was baust du denn gerade? Das würde mich jetzt voll interessieren. So, Solo. Ich baue ein Herrenhaus für zwei Leute, Solo. Für Solo. Mich und meine multiplen Persönlichkeiten. Weißt du? Hallo? Ich hab's nicht gesehen. What the fuck? So viel zum Solo-Projekt. Das hab ich überhaupt nicht mitbekommen, ey. Ach ja, das war ein Überraschungsangriff. Ja, durchaus. Das hat alles genauso funktioniert, wie ich es geplant habe. Ja. So, Barlas, Grundriss steht. Yay. Achso. Yay. Ich habe mich ganz gefragt, warum hast du so halt hochgezogen, aber dann war es mir klar. Es hat mit außen zu tun. Yay. Geronimo! Au! Oh. Geronimo, fang mich! Fang mich! Ich hab dich! Ich seh dich von innen! Friss den Holzblock des Todes auf Doom, Doom, Doom. Diese Rose von mir. No. Ich bin der Bachelor. Willst du diese Rose von mir haben? Schneewittchen, nimm meinen Apfel. Ich will deinen scheiß Apfel nicht. Beiße meinen Apfel. Das ist frustriert. Los, beiße in ihn. Hier, nimm ihn. Nimm ihn. Äpfel. Das atmet schon wieder aus, glaube ich. Lass mich raten, du hattest Apfelkuchen zum Mittag. Ja, ohne Kuchen. Warte mal. Was? Ach, du hast da... Pupse riechen nach Rosen. Oh. Sag's ruhig durch die Blume. Kennt noch jemand den Spruch eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Ja, sag's mit Blumen. So, dann gucken wir doch mal kurz vom Weiten. Ist es nicht ein schöner Klotz? Warte. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen hier Anschauungsmaterial. Ja, Moment, ich guck mal eben, irgendwas, ob ich mir irgendwie einen hohen Punkt suchen kann. Irgendwas, was das Haus sexy macht. So, jetzt fertig. Ja, ein schöner Klotz. Da oben drauf. Ich gehe mal kurz ins Rathaus und schaue es mir mal von da an. Dürfte man eigentlich ganz gut sehen. Ja. Schauen wir mal. Siehst du, dürfte man eigentlich ganz gut sehen. Schauen wir mal. Ja, sieht man, denke ich. Meinst du? Ja, ganz gut sogar. Du bist da. Du bist wahrscheinlich von deinem Platz aus sogar noch besser. Morgen, Kollege. Ja, das wird auf jeden Fall doch ein großes Ding.
Im Augenblick sieht es halt sehr klotzig aus. Ja, aber das kennt man ja von uns. Ja, unsere Klotzbauten. Aber glaubt mir, wenn das so ausschaut wie beim letzten Mal, dann wird das schon ziemlich, ziemlich cool. Also wir haben das Haus ziemlich gemocht. Ja, das war echt sehr gemütlich. Jo. So, aber an dieser Stelle würde ich auch mal sagen, lassen wir das Ganze jetzt mal. Genau, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder nach der Gamescom. Nach dem Urlaub. Und ich hoffe, ihr seid dann nach wie vor wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Together Minecraft und dann auch bald mit Folge 200. Wie ja schon angesprochen, falls euch noch spontan was einfallen sollte, wäre es jetzt zu spät. Oder? Nein, wäre es nicht. Also dann her also damit. Noch geht's, aber dann noch geht's, knapp. Aber es wird schon langsam eng, genau. Kurz also, und knapp. Falls doch noch was sein sollte, sagt's Bescheid. Genau, bis dahin. Ciao, Leute. Genau, tschüss.